Freunde, wir sind bei schönstem Wetter heute wieder im Wald. Es wird wohl einer der letzten schönen Herbsttage sein. Wir haben es warm, wir haben um die 19 Grad jetzt schon. Wir haben jetzt, wie spät ist es denn? Oh, ich habe keine Uhr dabei. Wir dürften jetzt so um 10 Uhr vormittags haben. Also ein ganz toller Herbsttag mit Sonnenschein. Da vorne hört man den Landwirt, wie er auf dem Feld zugange ist. Ja, und wir sind im Wald zugange. Und hier haben wir den ersten Fund. Da liegt er. Und da haben wir, ja, was haben wir hier? Einen Splint, ein Schraubenbolzen, ein Nachel und Noorner. Ein Fragment eines Hufeisens. Der Boden einer Getränkedose. Eine Tollwutprophylaxe. Und nochmal eine. Hier ist der nächste Fund und hier haben wir ein Fragment einer Sichel gefunden. Und hier handelt es sich um den zweiten Teil der Sichel. Und das Stück Blech. Ja, nein. Ein Fragment eines Hufeisens. Eine Patronenhülse. Ja, Freunde, und jetzt haben wir vielleicht den ersten guten Fund. Schauen wir mal. Hier liegt er. Es ist etwas Rundes, aber es ist keine Münze. Oh. Es dürfte sich um einen Knopf handeln, aber schmucklos, so wie es aussieht, blanko, wie man so schön sagt. Naja. Der erste halbwegs interessante Fund, ein alter Knopf. Ja, und jetzt ärgere ich mich, dass ich keine Tüte dabei habe, beziehungsweise einen Korb, denn hier wachsen überall Schwammerl, und zwar die Safranröhrlinge und auch noch, glaube ich zumindest, Wiesenchampignons. Da vorne sind die Safran. Röhrlinge, jede Menge fette Teile. Schaut's euch an. Da alles voll. Aber auch andere Schwammerl hat's hier, die ich allerdings nicht zuweisen kann. Hier direkt, wo ich jetzt gerade sitze. Keine Ahnung, um was es sich da handelt. Der Ricardo wüsste da bestimmt sicherlich besser Bescheid. Da ist der nächste Fund, Eisen. Man sieht's, weil es so rötlich ist. Und wahrscheinlich wieder ein Stück Hufeisen, denke ich mal. Ja, genau. Wird wieder mal ein Hufeisentag heute, habe ich so den Eindruck. Haut einen jetzt auch nicht aus den Socken, zumal sie ja alle kaputt sind. Aber alles besser als Aluscheiß. Und hier haben wir wieder mal eine Messerklinge gefunden. Der Griff fehlt, aber im Loch hört man noch, dass der Pinpointer reagiert, also muss noch was drin sein. Und da schauen wir jetzt nach. Ah. Da ist es. Nun gut. Aber scheint wohl nicht vom Messer zu sein. Ich kann es nicht sagen. Ist auf alle Fälle bearbeitet. Hier sind zwei Nippel an diesem Eisenteil. Na, vielleicht war es ja doch vom Messer. Keine Ahnung. Naja. Ein Hufeisenfragment.
Und das haben wir gerade gefunden. Auch von Menschenhand bearbeitet, aber was das ist. Eventuell handelt es sich um ein Bruchstück von einem alten Koppelhaken. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ach ja, Freunde. Oh, gegraben wie ein Irrsinniger. Und da steckt's drin und ich schätze schon wieder ein Hufeisen. Da ist es. Ja, nochmal ein Hufeisen. Halten wir es so rum. Vielleicht bringt es uns ja dann. Der nächste Fund steckt hier drin und man sieht ihn schon. Aber das sieht mir sehr nach Aluminium aus. Ja. Oder? Ja, ich denke, es handelt sich um ein Aluminiumprofil von irgendwas. Und in dem Fall leider nur Trashmüllabfall. Na, Freunde, ich wäre heute wohl besser zum Schwammelsuchen gegangen, anstatt zum Sondeln, weil da kommt ja nichts rüber heute. Außer Schrott, natürlich. Naja, man kann nicht alles haben. Ich bin jetzt schon wieder hier auf dem Heimweg. Hier ist der letzte Fund. Da liegt der. Und es ist wieder mal eine Musketenkugel. Na, wenigstens ist es wieder kein Nullinger geworden. Ein Knopf und eine Musketenkugel, die schon etwas getroffen hat. Naja, besser als in die hohle Hand gespuckt. Eine Musketenkugel. Ja, hallo Freunde. Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Ich habe vergessen, das Outro zu machen. Deshalb mache ich es jetzt. Ja, insgesamt war es ja nicht so exzeptionell. Aber solche Tage gibt's. Egal. Ihr wart dabei, darüber freue ich mich. Wünsche euch allen wie immer eine schöne kommende Woche. Viel Glück und viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lust habt, gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten, wie ihr gerade drauf seid. Aber für ein Abo oder über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Auch wenn das jetzt einige von euch als Bettelei ansehen. Aber bei YouTube gehört das ja dazu. Also Freunde, haut rein, lasst es krachen. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.